So, liebe Studierende, nachdem ihr jetzt einen ersten Einblick in D3.js erhalten habt, inklusive SVG, Grafiken verändern, werden wir jetzt mal ein bisschen noch eine kompliziertere Sache anschauen. Und das ist das Method Chaining mit D3. Und Method Chaining, das heißt nichts anderes als die Verkettung von Funktionen. Und was das genau ist, versuche ich euch jetzt dann gleich zu demonstrieren. Also, ihr kennt wieder das Gerüst, ganz klassisch, wo wir D3.js eingebunden haben. Und mit dem werden wir jetzt starten. Wir werden jetzt unsere erste kleine D3.js Anwendung programmieren. Dazu brauchen wir eine Variable, ein Array. Ich nehme an, ihr wisst noch, wie das geht. Sagen wir den mal mit var sumData, können wir über die eckigen Klammern dann einzelne Datensätze einfügen. Wir brauchen hier sogenannte Dummy-Datensätze, einfach Filler, das ist eigentlich ein Füllwert, Filler. Machen wir da schnell vier solche Werte. Wir werden dann gleich sehen, warum. Mit diesem Array, das könnt ihr ja rechts unterdessen, wenn das so geladen ist, anschauen. Ich habe den dummen Anfängerfehler gemacht. Das darf nicht da oben, sondern es muss im Script sein. So, voilà, jetzt ist es da weg. Wenn ich da unten auf Inspect gehe und auf Konsole, sollte bei SumData dann auch entsprechend genau diese Variable in der Konsole kommen. So könnt ihr übrigens immer schauen, wenn irgendwelche Fehler passieren. Wenn ihr auf Inspect Data geht, Konsole, findet ihr hier Elements, das ist das aktuelle DOM, also Document Object Model, wie quasi die Website momentan, die HTML-Seite verändert wurde mit D3 beispielsweise. Und auf Konsole könnt ihr wie in einer Programmierumgebung irgendwelche Variablen rausholen. Hier in dem Fall haben wir eben SumData definiert. Wenn wir jetzt da etwas ändern würden, sagen wir eben neu und dann auf SumData das anzeigen, dann ist nicht vorne auch wieder ein neuer Wert rein. Gut, jetzt mit diesem Array können wir unsere Funktion ansprechen. Und wenn wir jetzt ganz klassisch programmieren würden mit D3, würden wir schreiben, wir definieren eine neue Funktion. Und die Funktion 1 hat beispielsweise einen Befehl, der nennt sich D3 Select All. Mit dem können wir eben alle Diffs, die im Body sind, aktivieren. Wenn es noch keine hat, ist auch nicht schlimm, dann werden einfach neue generiert. Dann können wir mit einer weiteren Funktion können wir dann Function 1 with Data schreiben, Function 1 Data und jetzt so holen wir das Array rein, SumData. Damit sprechen wir dieses Array an und geben es dieser Funktion über, Function with Data. Also Data ist ein Befehl innerhalb von D3.js, können wir Daten übergeben. Dann können wir eine neue Funktion machen, Function 2 gleich Function 1. With Data. Und jetzt kommt ein wichtiger Befehl, der nennt sich Enter. Mit diesem Befehl werden die Daten übergeben an den D3.js. Wenn es weitergeht, können wir dann sagen noch Function 3 und dann Function 2 und so weiter. Könnten wir da einen ziemlich langen Bandwurm machen. Das sieht dann am Schluss irgendwie ziemlich umständlich aus. Niemand mehr versteht es wirklich. Und wir hätten dann entsprechend einen unübersichtlichen Code. Und deshalb wurde eben die ganze Sache so gemacht, dass die Methoden miteinander verkettet werden können. Und das ist dann viel effizienter beim Programmieren. Also wenn wir jetzt all diese Code noch mehr etwas effizienter machen, dann machen wir das folgendermaßen.
Und ich behalte das da mal noch. Ihr könnt quasi D3 und dann Select. Und so können wir sagen, wir selektieren einfach mal aus dem Body, aus dem HTML Body alle Diffs. Und wenn wir diese Diffs haben, müssen wir nicht schon das Semikolon machen, noch nicht abschließen, sondern wir können jetzt gleich weiterfahren. Also jetzt verketten wir quasi, was hier hinten rauskommt. Das ist ja das, was wir hier auch gemacht haben. Wir verketten quasi diesen Befehl mit dem nächsten Befehl. Also hier in dem Fall Enter. Was das Enter genau auf sich hat, das spielen wir dann später mal noch. Jetzt fügen wir neue Daten hinzu. Append ein Diff, also wir fügen ein neues Diff hinzu. Und dann machen wir gleich weiter. Wir ketten nochmal was an. HTML Wow. Und mit diesem Wow fügen wir quasi eben ein kleines Textstück hinzu. Und dann machen wir nochmal ein Append. Und in dem Fall ist es ein Span. Also wir fügen noch ein Span-Element, ein Span-Tag hinzu. Dann geht es weiter mit einem HTML. Nochmal ein Even More. Even More, Wow. Und so weiter. Und so haben wir dann am Schluss Style, Font, Weight. Machen wir noch eine dickere Schrift. 900. So. Und jetzt haben wir in dem Sinn das, was wir hier unten in mehreren Zickzeilen Code schreiben müssten. Und wir haben noch einiges weitergegangen. Haben wir jetzt hier in einem Befehl ausgeführt. Was genau passiert, wie gesagt, es werden neue Diffs generiert, und zwar so oft, wie hier in diesem Array die Zahlen reingenommen werden. Ich habe da noch vergessen, Data, da müssen wir natürlich noch das, so, hinzunehmen. Also jetzt testen wir doch das mal. Okay, es hat soweit geklappt. Sehen wir hier unten im DOM hat es entsprechend viermal ein Diff generiert, weil hier oben war noch nichts. Also hat es viermal, 1, 2, 3, viermal das hier generiert. Und zwar zuerst jeweils ein Diff und dann innerhalb vom Diff hat es ein Font, ein Span gemacht, und das Span wurde dann noch entsprechend fett gedruckt, Even More Wow. Und das da hier, dieser Befehl, das ist das Entscheidende, das Chaining, das bezieht sich immer auf diesen letzten Befehl. Also das Font Weight geht nicht bis zu diesem Wow hinauf, sondern es geht einfach nur zu diesem letzten HTML Tag. Und so können entsprechend verschiedene Befehle alle hintereinander ausgeführt werden. Und das sieht man eben Method Chaining, dieses Verketten der Funktionen. Und das wird bei D3.js immer noch oft verwendet. Es macht das Ganze übersichtlicher, lesbarer, vielleicht ein bisschen komplizierter am Anfang, aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, sollte es kein Problem mehr sein. Gut, mit diesem Einblick in die ersten technischen Details von D3.js hoffe ich, dass ihr weiter gespannt seid, wie es nun mit den nächsten Funktionen weitergeht.